Ich begrüße euch zu RRO TV Sport. Heute zu Gast bei uns der Walter De Gregorio, Direktor bei der FIFA. Er ist beim Weltfußballverband zuständig für Kommunikation und für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir reden heute über die Angelegenheit FC Sitten und die Rolle von der FIFA da in der ganzen Geschichte. Angefangen hat ja das Ganze damals 2008 mit dem Transfer vom ägyptischen Goalie El Hadari zum FC Sitten. Da ist laut der FIFA nicht alles richtig gelaufen. Was ist da falsch gelaufen aus Sicht vom Weltfußballverband bei dem Transfer? Ja, es ist nicht nur aus Sicht von der FIFA falsch gelaufen, sondern auch aus Sicht vom Bundesgericht, also oberste Instanz in der Schweiz, wo ja das bestätigt hat, was die FIFA damals entschieden hat, nämlich dass ein illegaler Transfer tätigt worden ist, ein Spieler, eben der Goalie, den Sie jetzt erwähnt haben, der einen laufenden Vertrag hatte, der aus dem Vertrag rausgebrochen wurde, sozusagen, gegen den Willen von dem Club. Der Club ist dann logischerweise an die FIFA gelangt mit einer Beschwerde. Und aufgrund von dem ist nachher der Club FC Sion gebüßt worden wegen dem Transfer, der nicht hätte tätigt werden dürfen. Wieso hätte der Goalie aber schon Schutz können spielen, ein paar Monate beim FC Sitten? Gibt es da nicht Reglemente, die das verhindert? FIFA sagt Stopp, das ist nicht okay. Ja, klar, es ist natürlich jetzt im Nachhinein, kann man viele Sachen beanstanden. Man hätte vielleicht früher und schneller müssen reagieren. Ich bin kein Jurist, ich bin Historiker. Ich versuche das in anderen Zeitabständen anzuschauen. Es geht eigentlich ums Grundsätzliche in dem Fall. Der Fall FC Sion ist insofern ein interessanter Fall, dass er ganz viele Sachen aufzeigt, die wichtig sind, um nicht nur die FIFA verstehen, aber überhaupt, wie der Weltfußballverband funktioniert. Es gibt Transferregeln für alle Clubs und die muss jeder einhalten zum Schutz der eigenen Clubs. Also es ist nicht so, dass FIFA irgendetwas davon hat, sondern es ist der Schutz von den einzelnen Clubs, dass es so Gesetze gibt. Die Strafe war die Geldstrafe natürlich, aber eben Transfersperre von 2 Perioden. Genau. Was heisst das genau, Transfersperre, 2 Perioden? Ja, es ist einfach, im Wortlaut ganz klar, das kann man dann auch nachlesen, es ist entschieden worden, dass der Club in der folgenden 2 Transferperioden, das heisst also Sommer und Winter, hintereinander kein Transfer tätigen. Also sie dürfen nicht zusätzlich also neue Spiele kaufen, das ist wirklich die Sanktion. Ja. Und wie gesagt, die ist über das CAS, also das Sportgericht in Lausanne, und dann ist das weitergezogen vom Club bis zum Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat 3 Jahre später, also der Fall ist so lang, im Januar 2011 entschieden, die FIFA hat recht gehabt. Und der höheres Gremium, eine höhere Instanz wie das Bundesgericht in der Schweiz gibt es leider nicht. 2 Transfersperrenperioden. Der Christian Gonsa, der Präsident auf der Seite, sagt, ich habe eine verbiest. Das ist heute klar. Ja, während im Sommer. Jawohl. Ja. Und dann seht ihr noch 2 halbe. Zusammen gebe ich euch 2 Transfersperren. Ja, klar, man kann dann auch sagen, 8/8 oder 27/27 gibt auch 1. Aber man muss ein bisschen die Sachen in den Relationen sehen und im Wortlaut. Es ist ja logisch, dass es nur Sinn macht, wenn 2 aufeinanderfolgende Transperioden eingehalten werden und sonst nicht. Und natürlich kann man nachher in die juristische Spitzfindigkeit reintauchen. Die interessante Frage ist, wo mir Freunde und Kollegen gestellt haben, hat sich der ganze Aufwand überhaupt gelohnt für den FC Sion? Der Spieler, eine bekannte Zeitung hat geschrieben, der ägyptische Goalie, er kam als Pharao und ging als Mumie. Also die Frage ist, hat der ganze Aufwand sich überhaupt gelohnt, um so einen Spieler rauszubrechen aus einem Vertrag, wo alle gewusst haben, es ist illegal. Dann hätte also der FC Sitten diesen Sommer keinen Transfer machen können. Hätte man das dem FC Sitten so mitgeteilt von der FIFA? 7. April 2011 ist ein Brief rausgegangen von der FIFA, wo dem FC Sitten ganz klar gesagt hat, die erste Transferperiode, das war im Winter, die haben sie respektiert, also die erste Sperre von der ersten Periode. Jetzt kommt noch die zweite, und das ist die nächste Transferperiode, Sommer 2011. Am 7. April ist der Brief raus. Der FC Sitten hat sich votiert darum. Also ist das ganz klar gewesen von der FIFA,
Das hat man dem FC Sitten mitgeteilt, dass sie im Sommer keine Spieler verpflichten dürfen. Das hat man und das ist nicht eine Meinung, das sind Tatsachen. Nur hat man das nicht ernst genommen. Und was wichtig ist beim ganzen Theater, wenn ich dem das so sagen darf, es ist ein bisschen banal, wenn ich sage Theater, weil es hat mit vielen Emotionen zu tun. Ich verstehe die Fans, dass sie verärgert sind. Aber man muss immer, und das ist das, was ich immer wieder versucht habe, zu sagen, zu predigen, bei allen Problemen, die der Fall nachher für die verschiedensten Beteiligten gebracht hat, man muss immer schauen, wie hat es angefangen. Es ist entscheidend, wie hat es angefangen. Und es war ein klarer Bruch von den Regeln. Ja. Und das ist jetzt einfach mal so. Und dann kann man noch lange sagen, man hätte in den vergangenen Jahren müssen das besser machen und das besser. Und da hätte man vielleicht auch noch schnell und so weiter und so fort. Das stimmt, aber angefangen hat das ganze Desaster 2008. Dann sind also die 6 neuen Spieler gekommen. Trotzdem eben, dass die FIFA gesagt hat, das geht nicht. Mhm. Oder die können nicht verpflichten. Dann sind natürlich verschiedene Gerichtsurteile gekommen. Zivilgericht und nachher Sportgericht. Die UEFA, die hat ganz klar gesagt, wir bleiben hart. Mhm. Ist das der richtige Weg in dem Moment? Ja. Der Schweizer Fußballverband, der ist dann mit Slalom gefahren, oder? Mal ja, mal sind Qualifizierte, mal nicht. Ja. Hätten wir es gleich gemacht wie die UEFA, wäre es vielleicht ein bisschen anders rausgekommen. Ja, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich meine, ich hatte ein Leben gehabt vor der FIFA und das war ein Leben als Journalist. Und ich habe als Journalist kritisiert und gesagt, man hätte viel schneller und viel klarer müssen entscheiden. Und zwar nicht nur vom Verband aus, und das sage ich auch jetzt, als in der Position, die ich jetzt habe, nicht nur vom Verband aus, vom Schweizerischen Verband, sondern von den Clubs aus. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was wäre zum Beispiel in der Bundesliga passiert. Oder in Spanien, ich sage jetzt mal in einer grossen Liga in Europa. Mhm. Wenn sich ein Club verhalten hätte wie der FC Sion, der sagt, es gibt Transferregeln für alle, außer für uns. Da wäre doch in Deutschland als Beispiel, wären die grossen Clubs gekommen, FC Bayern, Dortmund und wie sie alle heissen, die hätten dem Kleinen gesagt, hey, hallo, entweder machst du mit und akzeptierst die Regeln, die für uns alle gelten, oder du wirst rausgeschmissen. Und da denke ich mehr eine Mitverantwortung für das Ganze, glaube ich, haben auch die Clubs, die viel zu lang zu brav waren. Es sind auch Fans im Wallis, im Oberwallis, die sagen, ja, da vorne dran ist der Sepp Blatter, ist Oberwalliser, und dann ist der Christian Gosset. Die beiden hätten doch einmal im Sommer zusammensitzen und das regeln. Ja, gut, man kann zusammensitzen, was sie übrigens auch gemacht haben. Sie haben über alles geredet, außer über Fußball. Weil ich glaube, auf persönlicher Ebene mögen die sich, glaube ich, noch. Mhm. Ich weiss es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, sind beide Walliser eben mit einer rechten Portion Leidenschaft. Das Problem ist, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, der Sepp Blatter kann nicht entscheiden. Es ist auch wenn ein Präsident ist von der FIFA, es ist das Exekutivkomitee, das Entscheid fällt als Regierung und am Schluss der Kongress, in dem konkreten Fall FC Sion, wie das in einem anderen Fall auch gewesen wäre, ist das Exekutivkomitee, die Regierung von der FIFA, die entschieden hat, jetzt langt es. In dem Fall und in anderen Fällen, im Zusammenhang mit dem FC Sion, ist der Präsident Sepp Blatter immer in Ausstand getreten. Als Walliser. Kommen wir zu dem Entscheid. Das ist eben weitergegangen, der ganze Herbst mit Entscheiden von der Disziplinarkommission beim Schweizer Fußballverband, von juristischen Instanzen, Kantonsgericht und so weiter, Wallis oder Bezirksgericht Martinach und so weiter. Da ist ja häufig gegangen, aber schlussendlich, im Dezember, der Entscheid, Punkteabzug, 36 Punkte Abzug. Mhm. Die FIFA sagt, das hätte der Schweizer Fußballverband machen müssen, aber was hat die FIFA genau verlangt? Wie man den FC Sitten bestrafen? Gut, was die FIFA verlangt hat, einfach nochmal, dass es klar ist, die FIFA kann keinem Club auf der Welt 36 Punkte oder 50 Punkte oder 230 Punkte abziehen. Das geht nicht. Mhm. Wer zuständig ist, ist die Liga und dann der Verband, der Nationalverband. Die Aufgabe der FIFA ist relativ einfach und kompliziert gleichzeitig. Die FIFA ist verantwortlich, dass die Regeln, die Statuten, die für alle Clubs auf der Welt gelten, dass die eingehalten werden. Ist das nicht der Fall, wie dem Fall von dem ägyptischen Club Al-Ali, wo dann an die FIFA gelangt und sagt, hallo, der Club hat sich nicht an Transferregeln gehalten. Dann muss der FIFA nicht
auf den Club zugehen, sondern auf den nationalen Verband. In dem Fall der Schweizer Verband, der sagt, hallo, in eurem Verband hat es den Club, der sich nicht an das gehalten hat, jetzt müsst ihr schauen. Also das Einzige, was FIFA gemacht hat, das Einzige und das Entscheidende, sie hat einmal mehr den Verband darauf hingewiesen, jetzt langt es, jetzt müsst ihr eigentlich endlich mal durchgreifen. Und ich weiß, ich muss nicht so viel reden, aber das ist noch wichtig zu sagen. Man muss sich vorstellen, dass innerhalb von dem Exekutivkomitee, wo zusammengesetzt ist aus Leuten von ganz verschiedenen Ländern und Kontinenten, sind Stimmen aufgekommen, die sagen, wieso geht der Fall FC Sion so lang? 3 Jahre. Mhm. Wenn das ein afrikanischer Club gewesen wäre, ein asiatischer Club oder irgendein anderer Club auf der Welt, dann wäre das in 10 Sekunden geregelt gewesen. Aber weil es ein Club ist aus dem Wallis, hat man sogar, muss man vorstellen, wie absurd das ist, hat man sogar am Präsidenten Sepp Blatter, weil er Walliser ist, so quasi wollen, zum Vorwurf machen, er tut den FC Sion speziell behandeln, weil das schon seit 3 Jahren geht. Also der Sepp Blatter ist auch innerhalb von der FIFA unter Druck gekommen, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Aber ist es nicht so, dass eben die Fans die natürlich nachher sehen, oder? Das ist Erpressung, das ist Nötigung, man kann doch nicht aber der FC Basel bestrafen, die Schweizer Nazi bestrafen, nur wegen dem FC Sitten. Mhm. Das hat dann natürlich schon ein Rechtsgewicht bekommen. Mhm. Und also es geht Wort und es geht Wahrnehmung. Tatsachen und Perzeption. Tatsache ist die, die ich gerade erzählt habe. Es gibt ganz klare Regeln. Wenn der FC Sion, der ja Teil ist vom Schweizer Fußballverband, sich nicht an Regeln halten, dann ist es die Aufgabe letztlich erstens mal vom Verband und dann als oberste Instanz vom Weltfußball der FIFA zu sagen, ihr müsst die Regeln einhalten. Was sind denn die Konsequenzen? Im Extremfall, und das ist nach Statuten so geregelt, könnte der Schweizer Fußballverband, weil sie sich nicht an die Aufgabe und an die Pflichten halten, für Recht und Ordnung zu sorgen innerhalb des Verbandes, im Extremfall ausgeschlossen werden. Würde ein Verband ausgeschlossen, heisst das in der Konsequenz, dass alle Mannschaften, alle Clubs innerhalb von dem Verband gesperrt sind. Also es war nicht irgendwie eine Drohung gewesen, via FC Basel. Der FC Basel ist halt dummerweise oder glücklicherweise, ja, je nachdem, halt, der einzige Vertreter in der Champions League. Also das sind die Einzigen, die davon negativ profitiert hätten, wie eben die Nationalmannschaft. Oder? Aber es ist nicht etwas, was die FIFA gemacht hat, Druck ausübt, via FC Basel, um den FC Sion zu bestrafen. Müsste aber nicht FIFA als Weltfußballverband die Möglichkeit haben, wenn jetzt ein Club gegen die Regeln von der FIFA verstoßen wird, dass man diesen Club direkt könnte irgendwie biessen. Das gibt es nicht, oder? Ist nein, es ist so demokratisch. Es gibt ein oberstes Organ, das ist die FIFA, dann gibt es einen Kontinentalverband und dann gibt es die einzelnen Nationalverbände. Oder? Und FIFA kann nicht diktatorisch, wie man immer der FIFA absurderweise vorwirft, diktatorisch direkt auf einen einzelnen Club losgehen. Das Entscheidende an der ganzen Diskussion, und das hat mich persönlich immer extrem gestört, das sage ich jetzt wirklich, immer extrem gestört, von Seiten vom FC Sion, wie von Seiten von allen anderen Clubs, die sich entsprechend falsch verhalten ist. Es gibt Statuten, es gibt Regeln. Jetzt kann man sagen, ich akzeptiere die oder ich akzeptiere die nicht. Es ist frei, es ist wertfrei, jeder. Aber vom Moment an, wo man Mitglied ist von einem Club, und das gilt im Fußballclub wie für einen Handballclub, wie für den Fischerverein oder wie die Blasenkapelle, dann muss ich daran halten. Wenn man findet, dass die Statuten blöd sind und absurd, dann tritt man aus. Oder man versucht, die Statuten zu ändern. Ja. Das geht ja. Das geht, dass man tut. Dann muss man zuerst eine Mehrheit haben, dann muss man über den Verband, einen Kongress gehen und so weiter und so fort. FC Sion hat das nicht gemacht. Und wenn die Regeln, wo letztlich, und das ist auch noch wichtig, die FC Sion schützen. Weil wieso gibt es überhaupt Transferregeln? Ja. Es gibt Transferregeln, dass die grossen, reichen Clubs die Kleinen nicht ausbieten. Darum gibt es Regeln, die die Kleinen schützen, nicht die Grossen. Also letztlich schützen die Regeln auch der FC Sion. Und wenn der FC Sion jetzt plötzlich sagt, du, interessiert uns nicht, wir haben jetzt den Spieler geholt, es gibt 2 Transfersperren, die bestätigt worden sind vom Bundesgericht, uns ist das egal, wir machen trotzdem, was wir wollen, dann funktioniert das was so nicht. Was hat die FIFA konkret im Dezember verlangt vom Fußballverband? Sind es das in 36 Punkte gewesen oder hat man einfach gesagt, eine Bestrafung vom FC Sitten? Nein, es ist darum gegangen, dass in diesen Spielen, wo die Spieler eingesetzt worden sind, wo letztlich das Transferverbot umgangen haben, dass man die sanktioniert. Aber es war nie Dreh von 30 Punkten, 36 Punkten, 52 Punkten, 17 Punkten. Es ist einfach darum gegangen, dass man da eine Sanktion durchsetzt.
Die ganze Sache ist natürlich jetzt noch gerade im Laufen. Jetzt hat das Gericht, das Regionalgericht, einfach mal entschieden. Es gibt keine provisorische Massnahme. Jetzt ist es vor dem Obergericht in Bären. Was hat eigentlich die FIFA gegen dem, dass ein Club vor ein normales Zivilgericht geht? Warum die da wäre? Auch nochmal. Es ist nicht der FC Sitten. Es ist nicht die FIFA. Es ist auch der Präsident von der FIFA, der irgendetwas gegen das zivile Gericht hat. Sondern es sind die 208 Nationalverbände weltweit mit 300 Millionen aktiven Spielern, die einfach sagen, hört, wenn wir einen Spielbetrieb weltweit aufrechterhalten, dann müssen wir eigene Gesetze haben, wo sich jeder daran hält. Freiwillig, nochmal, freiwillig. Niemand ist gezwungen. Wenn jetzt plötzlich Clubs anfangen, zivile Gerichte einzuberufen, die ganz andere auch Zeithorizont haben, die super provisorische oder provisorische Entscheidungen fällen, dann kann es sein, dass wir bis Ende Saison immer noch nicht wissen, wer Meister ist. Aber müsste nicht eben die Sportgerichte mit schneller sein? Ja, gut, das ist immer ein Problem. Das müssen Sie die Leute von der Sportgerichte in Lausanne, die sind nicht langsam. Ich kann mich dazu nicht äußern. Ja, ich würde auch gerne, ganz ehrlich, einen Entscheid haben und sagen, heute haben wir das, morgen wollte ich gerne ein Resultat. Natürlich, aber... Sonst ist die Saison vorbei und wir haben immer noch kein Resultat. Das ist mit dem Grund, stellen Sie sich vor, warum wir eben nicht die zivile Weg gehen. Jedes Mal, wenn einer gefoult wird und 6 Monate, ich sage jetzt mal einfach, das ist eine Idee, 6 Monate nicht kann spielen kann, da kann man sich auch überlegen, kann man das Arbeitsgericht beispielsweise einspannen, kann man, es gibt immer wieder so Einzelfälle, oder? Eine rote Karte, oder? Wo einer nach 3 Spielen beispielsweise aussetzen muss. Das ist ja die Verhinderung der Ausübung von seiner Arbeit. Theoretisch auch denkbar, dass man vor das Gericht geht und sagt, hallo, ich werde in meine Freiheit eingegrenzt, ich habe die Arbeit nicht mehr und so weiter. Also man kann ja da 1000 Sachen sicher vorstellen. Der FC Sitten ist einer von tausenden und so weiter Vereinen auf der ganzen Welt, die FIFA dort betreuen. Ja. Für das Wallis, für das Oberwallis ist aber ein sehr wichtiger Verein. Das ist so, Und darum muss man natürlich ein bisschen verstehen, dass es da Emotionen gibt, dass es da Sachen gibt, die ich nicht so gut ist. Wie hat man das mit der FIFA wahrgenommen? Also, sagen wir so, es sind 2 Ebenen. Also ein grosses Wort, um ein grosses Wort zu gebrauchen, geopolitisch spielt das Wallis in der Weltpolitik keine Rolle. Aber für den Präsidenten Sepp Blatter ist sehr wichtig. Und ich bin auch schon mit ihm umgereist und ich habe einfach bestätigen, er ist der beste Botschafter vom Wallis. Jedes Mal, wenn er im Ausland ist, ob jetzt das letztens war in Nepal, in Indien, in Bangladesch, wo er auf höchster Ebene empfangen wird, kommt immer wieder das Wallis zur Sprache und in einem positiven Sinn. Wo er empfangen worden ist vom König in Bhutan jetzt, dann erzählt er und erzählt er vom Wallis. Er sagt, die Berge hier sind ähnlich wie die bei mir im Wallis. Also das Wallis, das ist ihm sehr nahe. Er ist ein Walliser. Dort tun eben das schon bedrücken, wenn es mit dem FC Sitten so laufen tut und eben Aktionen gegen ihn sind im Oberwallis, im Wallis. Wegen dem Schulhaus. Schulhaus oder dem Empfang in Fisp und so weiter, ja. Also, es sind 2 Sachen. Der Empfang im Fisp im September, wo ich auch da war, das habe ich aus verschiedenen Gründen daneben gefunden. Erstens habe ich es als respektlos empfunden, nicht nur gegenüber dem Sepp Blatter, aber gegenüber der Bevölkerung in Fisp. Die Fisper haben sich gefreut auf das Fest. Alte, junge Frauen, Männer, die haben sich auf das Fest gefreut. Ihre Sepp Blatter ist wiedergewählt worden als FIFA-Präsident. Sie wollten ihn beehren. Und dann gibt es so eine Störaktion, die letztlich nicht nur gegen Sepp Blatter war, sondern gegen die ganze Bevölkerung in Fisp. Und das finde ich ziemlich daneben, muss ich ehrlich sagen. Und das Zweite ist, das mit dem Schulhaus, der Name. Ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also in meiner Logik, in meiner bescheidenen Logik, sehe ich da keinen Zusammenhang. Weil, wenn der Name Sepp Blatter Name gsi wär vom Stadion, Fußballstadion vom Tourbillon. Als Beispiel, fast undenkbar heute, oder? Aber angenommen, es wäre so, dann würde ich die Fans verstehen, die sagen, wir wollen den Namen nicht mehr an unserem Stadion, will was auch immer, oder? Aber was hat Schulhaus in Fisp mit dem Stadion in Sion zu tun? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das verstehe ich noch. Ich weiss, dass das viele Emotionen sind, viel Ärger, und das verstehe ich auch.
Aber man muss einfach schauen, weil dass die FIFA eben das quasi verlangt hat, ist das wahrscheinlich eben mit dem in Zusammenhang gebracht worden. Das ist klar. Ja, es ist immer so, der Überbringen von der schlechten Nachricht, von der Antike bis heute, der wird geköpft, oder? Aber nicht der, der Verursacher ist von dieser schlechten Nachricht. Und dann sind wir wieder zurück, dem, was ich gesagt habe, der Verursacher von all dem, was nachher passiert ist, in den letzten 4 Jahren inzwischen, der sitzt in Sion. FIFA natürlich aber jetzt durch das im Wallis, im Oberwallis, nicht mehr gerade so einen guten Namen. Aber weltweit muss man sagen, dass es eben in den letzten Jahren mit dem Image von der FIFA nicht gerade so super war. Ihr seid eben Chef für die Öffentlichkeitsarbeit. Ihr probiert das sicher zu korrigieren. Vor einem Jahr, nicht ein ganzes Jahr, ist der Sepp Blatter wiedergewählt worden und da hat er Reformen versprochen. Wie weit ist man mit diesen Reformen bei der FIFA? Ja, gut, jetzt, wenn ich das jetzt erzähle in meiner Funktion, oder, dann tönt alles nach PR. Aber es ist tatsächlich so, dass wir da wirklich entscheidende Schritte unternommen haben. Der Reformer, der das Ganze antreibt, das ist und bleibt der Sepp Blatter. Weil ohne Sepp Blatter hätte es keinen Professor Biet gegeben, wo jetzt alle darüber reden, der Professor in Basel, wo die Reformen oder zumindest die Reformvorschläge gesammelt von den einzelnen Taskforces und dann dem EXO vorgelegt hat. Ohne Sepp Blatter würde es ganz viele Sachen nicht geben, die in den letzten Monaten passiert sind. Also die Reformen, das ist ein langer Prozess. Oder? Ich möchte jetzt da nicht irgendwelche Politiker zitieren, aber es hat mal einer gesagt, dass der grosse Marsch mit dem ersten Schritt anfängt. Und ich glaube, der erste Schritt ist tätig worden. Vor kurzem, hat der Christian Constantin, von dem aber jetzt Schutz Gret hat noch gesagt, die Führung des Fußballs ähnelt einem mafiösen, korrupten System. Das ist, glaube ich, noch nicht gerade so lange, wenn er das gesagt hätte. Was braucht es, bis er eben das Tag nicht machen kann? Es braucht relativ wenig. Das heisst, gewisse Anstrengungen, vielleicht mal ein Buch zu lesen, vielleicht mal Zeitung zu lesen, vielleicht sich mal informieren, was Mafia bedeutet. Ich bin genug lang als Journalist in Italien gewesen. Ich habe über Mafia geschrieben, über Gomorra geschrieben. Ich weiss, was es heisst, Leute umzubringen. Ich weiss, was es heisst, Leute zu kidnappen, Leute zu foltern. Ich weiss, was das heisst. Und wenn man so einen Ausdruck im Zusammenhang mit Fußball benutzt, dann tut man nicht nur denen Unrecht, die täglich arbeiten für den Fußball, inklusive Präsident, weil er der Erste, der im Büro ist und der Letzte, der geht, sondern vor allem der Opfer von diesen mafiösen Angriff. Das ist eine Bagatellisierung von der Kriminalität, von der organisierten Kriminalität. Und wenn man diese Ausdrücke braucht, dann ist es der reine Populismus. Und es ist nochmal gesagt, es ist respektlos gegenüber all denen, die tatsächlich unter diesen Umständen gelitten haben. Also kann man erwarten, in den nächsten Jahren, weil der Sepp Blatter FIFA-Präsident ist, dass es mit diesen Reformen ernsthaft vorwärts geht? Schauen Sie, der Sepp Blatter hat 2 Optionen gehabt, nachdem er im Juni gewählt worden ist für sein letztes Mandat, wenn er gesagt hat, er hätte können weitermachen. Er hat gesagt, ich werde sowieso immer angegriffen von den Medien, ich werde angegriffen von der ganzen Welt, was auch nicht stimmt. Weil wenn man ein bisschen außerhalb von Europa umreist, merkt er, dass die Meinungen ganz anders sind und sehr positiv. Aber er hätte können sagen, ich tue das die letzten 4 Jahre noch ein bisschen ruhiger schaukeln. Oder? Oder er hätte den schwieriger Weg können nehmen, den steinigeren Weg, den Weg, der risikovoller ist und anstrengender, nämlich der von der Reformen. Und er hat sich für den zweiten Weg entschieden. Und wenigstens das, muss man ihm zugutehalten. Ob er es dann schafft, bis 2015, bis am Ende seines Mandats, genau das und die Reformen durchzubringen, die er im Kopf hat, ist eine andere Frage. Aber immerhin hat er sich entschieden für den schwierigeren Weg. Walter de Gregorio, merci vielmals für den Besuch hier im Oberwallis, hier im RRO TV-Studio. Wir wünschen natürlich dem Sepp Blatter auf dem Weg viel Durchhaltevermögen. Das wird er haben. Will er haben, hoffen wir. Sicher. Er ist ein Walliser, er ist Oberwalliser. Walliser, voilà. Und natürlich hoffen wir euch, dass der FC Sitte in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren Schlagzeilen auf dem grünen Rasen macht und nicht in den Gerichtssaal. Das wäre natürlich euch flott. Und natürlich alle Oberwalliser Fußballfans, möchte ich zum Schluss euch noch sagen, das Wichtigste im Fußball, das ist Fairplay.